Musik. Bitte, die Frau neben mir schläft und ich muss mal dringend raus. Dieses Buch ist so aufregend. Mögen Sie Krimis? Naja, ich bin FBI-Agent, also sind Krimis irgendwie schon mein Ding. Ich bin eine begeisterte Anhängerin. Ich bin mit Nadine hier zu planen, schon seit Jahren den perfekten Mord. Aber nur aus Spaß. Schön, das können Sie mir alle später erzählen. Ich würde jetzt gerne raus. Ich muss mal. Aber sicher, wenn man muss, dann muss man. Ja. Wie alt bist du? Ach komm, Sie, wir sind 11.000 Meter hoch. Das liegt außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Das hier ist amerikanisches Terrain, bis wir in Shanghai landen, klar? Also mach schon, gib sie her. Was hast du jetzt wieder angestellt? Du weißt doch, dass es deiner Mutter nicht gut geht. Was ist? Stört er sie? Nein, wir haben uns nur unterhalten. Mehr nicht. Ja, du kannst schlafen, Dad. Alles in Ordnung. Ich habe die letzten 8 da hinten in Käfighaltung verbracht. Oh, ja. Du weißt, dass du hier gar nicht sein darfst. Was wir sind? Wir sind ein Team. Das hier ist eine Regierungsangelegenheit. Du hättest dein Flug nicht zahlen müssen. Oh, ein Massagesessel. Special Agent Celie Wu. Das hier ist meine Partnerin Dr. Temperance Brennan und sie fliegt nach China. Also wir fliegen nach China. Sie wird der chinesischen Regierung helfen, einen verdammt alten chinesischen Kerl zu identifizieren. In einer Höhle in Wuhan wurden Knochen gefunden. Die sind über 40.000 Jahre alt. Laut Verordnung 18, Abschnitt 18 bis 31 bin ich beauftragt, die geheime amerikanische Technologie, die Dr. Brennan verwenden wird, zu beschützen. Also ist es meine patriotische Pflicht, immer ganz in ihrer Nähe zu sein. Auch hier, wie ein Bodyguard. Diese Reise bringt mich zurück zu meiner wahren Leidenschaft, den prähistorischen anthropologischen Funden. Faszinierend. Sir, Sie müssen auf Ihren Platz zurück. Tja, so ist das. Und zwar jetzt. Also Gott. Bones, Bones, was meinst du damit, deine wahre Leidenschaft? Ich dachte, unsere Zusammenarbeit wäre deine wahre Leidenschaft. Sie beide können ja weiter diskutieren, nachdem wir gelandet sind. Na gut. Passen Sie auf Ihren Kappen. Oh. Alles okay? Ja, alles bestens. Dass Sie mich wieder zurück in die Holzklasse schickt, ist nicht in Ordnung.